Hallihallo und herzlich willkommen zu Next Gen Games. Mein Name ist natürlich wie immer unwichtig und wir fahren heute mal wieder Gutenberg, nämlich die Linie 100 vom Columbia Park aus. Ja, wo es hingeht, sagt der andere jetzt auf der anderen Seite, der heute wieder mitfährt, nämlich der... Manfred. Ach nee, Marcel, Entschuldigung. Marcel hieß ich ja. Und wo fahren wir hin? Wir fahren in Richtung Kreuzplatz. Und ich habe Angst, ich kenne die Linie noch nicht. Ja. So, also. Langsam wird nicht einsteigen. Dann steigen wir mal ein. Was machst du denn da? Ich gucke erst, ob Manfred in der Nähe ist. Achso, schon mal vor wegen der Nein, Sicherheit. Alles in Ordnung, also gut. Ja, heute mal mit einem Bus, den man sehr selten bei mir sieht. Aber man muss ja auch mal ein bisschen M&R würdigen, ne? Ja, auf jeden Fall, also... So... Ja, top ist momentan, finde ich, noch sogar keiner. ...haben wir uns für den D92 entschieden. Und ich fahre gleich mal wieder übers Ziel hinweg. Das kann ich dir allerdings auch erklären, lieber Marcel. Ja. Das hängt einfach damit zusammen, dass mein Lenkrad schon wieder nicht vibriert. Ja, und du denkst gleich wieder jetzt irgendwas. Hört man hört es jetzt vibriert. Du hast auch noch gar keine Linie eingestellt. Ach nein, stell dir vor. So. Ich wollte nur vor. Was zum Teufel? Ich wollte nur verhindern, dass irgendwie schon wieder jemand in meinen Bus reinläuft. Was hat er denn jetzt damit schon wieder zu tun, der Teufel? Der hat mit allem was zu tun. Ja, das ist wohl wahr. Kreuzplatz, das ist doch richtig, oder? Genau, das. Das Zentrum ist auch irgendwie nicht ganz zentriert, kann das sein? Naja. Sieht aber nicht ganz so schlecht aus. Hallo. Siehst du? Und schon nölen sie wieder rum, es wäre zu kalt im Bus. Das ist wieder typisch. Ja, mach's doch wärmer. Nö, keine Lust. Weißt du, Andi, mir ist auch kalt hier drinne. Das ist mir egal, dann frier mal. Mir ist auch kalt. Das ist mir egal, frier ruhig. Außerdem habe ich Verspätung, ich habe keine Zeit, die Heizung anzumachen. Wie viel Verspätung haben wir denn? Eine Minute. Ach du Scheiße. Hier, wenn du so schweinische Wörter sagst, fliegst du gleich raus. Kannst du nämlich laufen? Ist ja schlimmer wie Manfred. So. So. Ja, ich muss ja gestehen, ich bin ja schon mal hier eine Route gefahren. Das war aber auch das einzigste Mal. Von daher wird es auch mal Zeit, mal eine andere Route zu fahren, in dem Fall halt die 100. Und du hast ja gesagt, Mensch, da fahre ich gleich mal wieder mit, damit ich wieder ein bisschen Angst krieg. Du kennst selber aber schon die Route, oder? Ja, ja, ich fahre ja jeden Tag mit der Linie. Ja, das ist gut, dann kannst du mir nämlich auch sagen, wenn ich mich verfahre oder so. Es ist mir zwar noch nie passiert, aber es kann ja durchaus mal vorkommen. Also das Verfahren. Ja, ja. Weil so Dinge passieren mir ja grundsätzlich nie. Ja, ja, also ich bin ja noch da, ich werde dir noch ein bisschen zur Seite stehen hier und dich unterstützen, wie immer. Eigentlich dachte ich ja, du fängst jetzt mit dem letzten Let's Play an, wo ich mich verfahren hab. Fast verfahren hab. Nee, wir haben uns ja verfahren, ne? Also, das haben wir uns ja nicht. Aber ich wollte das jetzt hier nicht so breit drehen. Scheiße. Ich muss hier meine vulgäre Sprache abschalten, ja? Das haben die da hinten eben gesagt. Das höre ich ja nicht. Ich höre nur dein Genöle. Ja, das ist immer ein bisschen schade bei dieser Skype-Übertragung, ne? Ja, ja, aber besser als gar nichts. Ja, das ist wohl auch wieder wahr. Ja. Gibt's hier auch irgendwann mal eine Haltestelle? Ja, du hältst ja nicht alle. Hat der Bus auch Ansagen? Die muss ich, glaube ich, manuell hier betätigen, ne? Ja. Ist das hier eine? Nein, hier hältst du zum Beispiel nicht. Ach, da halte ich schon mal nicht. Aber ich mach schon mal die nächste Ansage. Ja, ja. Kam eine? Ja. Sehr geehrte Fahrgäste, finde ich auch sehr schön gemacht mit dem Begrüßung. Bei den Gutenberger Verkehrsbetrieben. Sie fahren mit einem Bus der Linie 100 zum Kreuzplatz über Hauptbahnhof. So, Roland, hier ist mal wieder lebensmüde.
Ja, nicht nur sie. Ja, ich sehe es gerade. Ja, viele rum, die sehr lebensmüde sind. Es ist wieder mal herrlich, oder? Ja, es ist aber so ein typischer Omsi-Fehler, glaube ich. Aber wenigstens habe ich niemanden überfahren. Naja, noch nicht. Nein. Nein. Du kannst nochmal die Ansage betätigen. Hauptbahnhof. Und was hast du die Tage so schönes gemacht? Ich? Ja. Ich hab jetzt erstmal Urlaub. Ach, das ist doch schön. Das ist doch toll, oder? Was ist so schön als geplant im Urlaub? Omsi. Oh, das ist. Ja. Also nicht viel Neues. Relativ. Wir hatten das ja im letzten Video schon, es ist ja einiges Neues in Aussicht, was ich plane. Ja. Da kann ich ja jetzt nicht wieder viel zu sagen, aber ich arbeite daran, sagen wir mal so. Also ich habe zwar Urlaub, aber nicht direkt Urlaub. Naja, also ich habe ja die Tage auch weiter ein bisschen gemacht am Pilzdorf. Wegen der Performance und all sowas. Also wir sind auch auf einem sehr guten Wege. Mit alten Kacheln oder leeren Kacheln löschen und ja, AILES ein bisschen umschreiben und den Linienverkehr ein bisschen anpassen. Also es wird langsam. Da wird bald auch wieder ein Video kommen, vermute ich mal. Ja, ich denke mal, wenn du denn eins machst. Das liegt ja immer an dir. Ja, wenn du eins sehen willst. Ja, vielleicht fahre ich einfach mal mit. Du kannst ja, genau. War jetzt gerade so ein Hintergedanke von mir. Meiner Stadt. Deiner Stadt. Naja. Ja, für diejenigen, die es noch nicht wissen, weil Marcel wohnt ja eigentlich auch in Pilzdorf. Naja, auf jeden Fall. Also wenn ihr welche Fanpost schicken wollt und sowas, bitte an die Stadtmitte 12. Ja, ist so. Ins Sekretariat, oder? Ja, ja, genau, an dich. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Jetzt wird nicht frech dahin, sonst wirst du gekickt. Ach nee, geht ja nicht. Hier kannst du leider nicht kicken. Mist. Jetzt müssten wir aber eigentlich bald mal den ersten Haltepunkt erreicht haben, oder? Ja, jetzt sind wir gleich am Hauptbahnhof. Oh, naja. Komm. Da ballert er gleich erstmal über eine Ampel. Naja, wieso auch halten? Kam ja eh keiner. Sag ich auch, ist ja völlig sinnlos. Wenn da keiner kommt, ist das ja eher sinnlos, ganz genau. Oh, wie, sie haben wieder keine Hallo. Füße. Guten Tag. Hallo. Jedes Mal zu spät. Ich kann jedes Mal zu spät. Ich kann auch schneller fahren und Fälle bauen. Ja, lieber dann ein bisschen zu spät. Ja, ne? Sehe ich auch so. Aber was hast du eigentlich mit dem Wetter gemacht hier? Wieso? Hast du ja nicht aufgegessen? Das warst du doch, oder? Na, ich habe gestern alles aufgegessen. Ach komm. Ne, ist aber wahr. Du willst immer auf mich schieben. Ja, es ist ja auch so. Marcel ist immer schuld, das wissen wir schon. Ich merke mir das. Nein, aber ich mag halt auch so ein bisschen abwechslungsreiches Wetter. Ich mag nicht so immer beim selben Wetter fahren. Ja, das stimmt natürlich. Also wer immer im Sommer fährt, das finde ich auch mal langweilig. Ist zwar mal schön, weil es in Realität leider auch nicht mehr so ist, dass es nur noch Sommer ist, aber ja. Klar ist immer ein bisschen Abwechslung, ist doch schön. Was man jetzt hier auch nicht so sieht, ich habe mir jetzt auch wieder den Sky-Mod aufgespielt. Ja, jetzt sieht man es natürlich nicht, ne? Ja, aber der lohnt sich halt auch wirklich. Der lohnt... Oh. Ach, naja. Ja, ich sag ja, wenn man die Strecke noch nicht kennt und dann noch babbelt, er kann aber nicht sagen, ich hätte nicht gehalten. Na, du bist ja mal gut, kommt man ja hier leicht wieder weg. Er hätte ja auch mal abbremsen können, oder? Naja, klar, hat ja eine Bremse, ne? Auf jeden Fall. Das Blöde ist, wenn man jetzt mit anderen Bussen fährt, man guckt zwar nach links in den Außenspiegel, aber ja. Ich gucke meistens hoch. Okay. Weil, ich sag jetzt mal, gerade in Bezug auf den Urbino, der hat ja zum Beispiel den Spiegel ziemlich weit oben hängen. Ja. Sprich, ich habe eben zwar seitlich geguckt, aber irgendwie so. Und hier ist, glaube ich, eine Haltestelle. Wow. Ja, ja, genau, da war. Ist jetzt richtig? Das ist ja. Jetzt, ja, das ist richtig. Nein, der Urbino hat ja da oben irgendwo den Spiegel. So. Ja.
Und ich hätte ja eigentlich da gucken müssen. Hier, da. Hallo. Ne? Naja, ist ja auch ein ungewohnter Bus, ne? Ja, viel zu spät es ist halt mal Retro, so ein bisschen. So ein bisschen Retro-Feeling. Ja, ja. Auf jeden Fall. Man hätte jetzt auch den U405 nehmen können, aber da hatte ich jetzt auch keine Lust zu. Aber den hatten wir ja schon ein paar Mal, ne? Ja. Immer mal was Neues. Ja, genau. Theoretisch könnte man auch irgendwann mal sagen, ein Icarus, aber ich vermeide es irgendwie. Ja. Also ich bin ja mehr so der deutsche Busfan. Haltestelle, Westtour. Und mehr so Line City, DD und sowas. Ja. Es kommen gar keine Haltepunkte und dann kommen sie kurz hintereinander. Toll. Naja, du bist ja auch gerade im Stadtzentrum. Ja, das habe ich auch gemerkt. Boah, fetter Scheiße. Ja, und jetzt wollen sie nicht mit, oder wie? Na, du bist, guck mal, wo du stehst, aber ja auch nicht so weit laufen. Ja, normalerweise. Naja, gut, also dann schauen wir weiter. Keiner also behauptet haben, ich hätte nicht gehalten. Oder? Ne. So gesehen. Ja, gut, es ist halt an deutschen Bussen, ja, sie hatten einen Unfall. Halt die Klappe. Es kann. Doch gar nicht gesagt. Nicht der da in dem hätte Text, jetzt auch gesagt. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Der da gerade in dem Textfenster. Der eine da. Mit der schwarzen Schrift da. Der andere. Genau. Wenn du nicht schuld bist, war der's. Okay. Ja, deutsche Busse, warum geht denn der Blinker jetzt nicht an? Deutsche Busse also haben. Also ich halt steige jetzt hier aus, ne? Deutsche Busse. Wollte ich nochmal sagen. Deutsche Busse haben nächste halt Haltestelle, den Kreuzplatz Altstadt. Zentraler Umsteigepunkt. Den diese Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Auf Wiedersehen, Ihre GF. Wir sind schon da? Ja, sag ich ja. Ich muss jetzt hier auch aussteigen. Ja. Bloß irgendwie passt das mit der Uhrzeit alles nicht so ganz. Aber irgendwie verstehe ich gerade eins nicht. Ja. Das kann doch gar nicht so schnell gegangen sein. Oh doch. Das ist eine sehr schnelle Linie. Ich wollte eigentlich mit dir noch über solch viele Dinge sprechen, aber irgendwie hat das jetzt nicht geklappt. Tja, dann fährt der Umlauf auch zurück? Ja. Wir könnten jetzt natürlich auch sagen, wir fahren noch rückwärts, oder? Rein theoretisch. Wir stehen ja jetzt eh ja, wäre nicht das Essen langsam schon hier fertig, das ist das Problem. Ach, du denkst wieder nur einen ganzen Tag ans Essen. Ja, das ist leider so. Aber wie gesagt, wir können ja, sage ich mal, machen wir jetzt eine halbe Stunde Pause. Und dann fahren wir die Rücktour. Ja. Es wäre auch eine Alternative. Wobei, eins wollte ich nochmal loswerden, gerade wo du eben sagtest, mit Bussen. Ja. Es ist halt schade, dass so wenig deutsche Busse unterwegs sind, ne? Ja, das liegt aber auch wieder an der Community mit selber, ne? Ja, oder dass halt immer wieder Projekte angefangen und abgebrochen werden. Aufgrund dessen oder halt auch wirklich aufgrund von Leuten, die sagen, ich fange jetzt an und haben dann auch wieder irgendwo, geben das Ganze halt wieder auf, ne? Ja, natürlich. Ich meine, ich würde jetzt zum Beispiel auch den DD mal fahren, nur ich mache das aus Prinzip nicht, weil diese Beta, die erschienen ist, halt irgendwo nicht geplant war. Ja, weil die irgendwie erzwungen worden ist, ne? Ja, und deswegen mache ich das halt nicht. Das aber ist darüber können wir uns vielleicht mal auf der Rücktour unterhalten. Ja. Ich würde mal sagen, ich steige jetzt hier schnell aus. Mach das. Und werde jetzt erstmal genüsslich was essen gehen und dann werde ich in einer halben Stunde ungefähr wieder hier sein. Gut, und ich wünsche dir guten Appetit. Leute, wir sehen uns im nächsten Let's Play, gleich im Anschluss. Macht's gut. Ciao.